muss sagen, ich bin enttäuscht von deiner Entwicklung. Ich hätte dich früher erwartet. Sag mir, hat es dir etwas ausgemacht, deine Brüder zu töten? Hat es dir was ausgemacht, mich in den Abgrund werfen zu lassen? Nein. Ich habe an dich geglaubt. An deine Fähigkeit zum Hass. An deine selbstgerechte Empörung. Du lügst, alles kannst du nicht vorhergesehen haben. Die Ewigkeit ist unerbittlich, Raziel. Als ich mich vor Jahrhunderten zum ersten Mal in diesen Raum geschlichen habe, konnte ich die wahre Macht des Wissens nicht ermessen. Die Zukunft zu kennen, Raziel, zu sehen, wie sich ihre Pfade und Ströme in der Unendlichkeit verlieren. Als Mensch hätte ich solche verbotenen Wahrheiten niemals fassen können. Doch jeder von uns ist so viel mehr, als wir einst waren. Lass den Blick über die Ebenen der Möglichkeit schweifen und sag mir, fühlst du nicht mit ganzer Seele, wie wir Göttern gleich geworden sind? Und sind wir als solche nicht untrennbar? Solange auch nur einer von uns steht, sind wir Legion. Und wenn ich meine Kinder der Lehre opfern muss, ist dies der Grund, weshalb ich es mit reinem Herzen tun kann. Sehr poetisch, Kain, doch im Grunde nichts weiter als eine bequeme Rechtfertigung für deine Gräueltaten. In diesen Räumen erlangt Einsicht, wer geduldig genug ist, hinzusehen. In deiner Hast, mich zu finden, war dein Blick vielleicht nicht frei. Unsere Zukunft ist vorherbestimmt. Möbius erkannte meine schon vor einem Jahrtausend. Wir spielen jeder nur die Rolle, die das Schicksal uns bestimmt. Unausweichlich bleiben wir auf unseren festgelegten Pfaden. Der freie Wille ist nur Illusion. Ich war bei der Grabstätte der Seraphan, Kain. Dein schmutziges Geheimnis ist entdeckt. Wie konntest du einen Seraphan-Priester in einen Vampir verwandeln? Wie hätte ich anders handeln können? Man braucht seine Freunde, Raziel, und die Feinde braucht man erst recht. Verstehst du die absurde Schönheit des Paradoxes? Wir sind zwei Seiten derselben Medaille, Seraphan und Vampir. Beide führen wir heilige Kriege, streben besessen die Herrschaft über Nosgord an. Wer sollte mir besser dienen als die, deren Leidenschaft alle Vorstellungen von Gut und Böse weit übersteigt? Die Blasphemie deiner Worte wird mir die Wahrheit nicht verhüllen. Die Seraphan wollten Nosgord vor unseren verbrecherischen Taten retten. Mein Blick ist nun frei, Kain. Ich sehe nichts Edles in dem untoten Leben, mit dem du meinen Körper knechtest. Du hast vielleicht deine Vergangenheit entdeckt, doch du weißt nichts davon. Du glaubst, die Seraphan waren edel und uneigennützig? Sei doch nicht naiv. Sie verfolgten die gleichen Pläne wie wir. Du irrst in einem Labyrinth der Lügen umher, Kain. Diese Trugbilder und Omen. Was für ein Spiel ist das nun wieder? Das Schicksal ist ein Spiel, oder nicht? Und jetzt bin ich am Zug. Du hättest mich um ein Haar vernichtet, Raziel. Doch hier und auf diese Art wird unser Spiel nicht enden. Das Schicksal verspricht noch weitere Wendungen, bevor das Drama sein Ende findet. Sei gewarnt, Raziel. Wenn du diese Schwelle überschreitest, bist du meinem Einflussbereich entzogen. Raziel, Erlöser und Vernichter, Marionette und Messias. Sei willkommen, zeitalterüberspannende Seele. Sei willkommen, dein Schicksal erwartet dich bereits. Wo
wo Zeit nur eine Schleife ist. Eine lose Masche im Tuch der Ewigkeit. Kann ein Lenker eine Gelegenheit, einen verhängnisvollen Fehler für sich nutzen und so ganze Planeten ins Chaos stürzen? Ist dunkel, jetzt was geschehen.